Herzlich willkommen auf dem Taunuskamm. Hier oben auf der Hohen Wurzel bei der Auftaktveranstaltung des Wiesbadener Energiegesprächs freue ich mich, Angela Dorn begrüßen zu können, die Spitzenkandidatin der Hessischen Grünen. Schön, dass Sie hier sind, Frau Dorn. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns und gehen gleich zur ersten Frage über, die wir gerne an Sie stellen möchten. Wir sind ein Bündnis aus bisher 10 Vereinen und Initiativen hier aus der Region. Deswegen Bündnis Energiewende Wiesbaden-Taunus. Und wir legen großen Wert darauf, parteipolitisch unabhängig zu sein. Sie wiederum haben sich ja ziemlich früh entschieden, Ihre Zukunftsvorstellung innerhalb einer Partei voranzubringen. Würden Sie sagen, dass es einfacher ist, seine Ziele zu erreichen, würden Sie uns vielleicht sogar empfehlen, auch parteipolitisch aktiv zu werden? Da schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust, weil ich natürlich immer gerne engagierte Menschen bei den Grünen weiß. Aber ich glaube, bei so Themen wie der Energiewende ist es ganz wichtig, dass wir ein breites Bündnis sind. Das heißt, wir Parteien oder wir als Grüne, wir kämpfen an der einen Stelle, aber wir brauchen immer auch Bündnispartner, die eben nicht parteigebunden sind. Und deswegen ist Ihr Bündnis wunderbar als ein Beispiel, wie wir es wirklich schaffen können, die Energiewende gerade den Bürgerinnen und Bürgern auch näher zu bringen. Weil als Politiker kommt man ja auch an seine Grenzen und Sie haben vielleicht dann andere Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Ja, Frau Dorn, dann steigen wir doch mal ein in das heiße Thema. Wir sind ja hier oben in der schönen Natur, wie man ja auch sieht. Hier sollen ja auch Windräder gebaut werden. Und das ist also so, dass hier sich ja auch ein Widerstand regt dagegen. Also einige Bürgerinnen und Bürger mögen das ja gar nicht so gerne sehen in unmittelbarer Nähe. Und jetzt ist die Frage an Sie nochmal, warum sollen denn die Bürgerinnen und Bürger diese aus Ihrer Sicht Beeinträchtigungen in Kauf nehmen und wo es doch auch schon noch andere Orte gäbe, wo erneuerbare Energien erzeugt werden könnten? Also wir haben uns ein Ziel gesetzt als Land, dass wir 100% erneuerbare Energien haben möchten. Als Grüne sind wir nochmal ehrgeiziger, weil wir wollen bis 2030 schon Strom aus 100% erneuerbare Energie. Und dafür braucht man Windkraft. Gerade in Hessen, Windkraft ist eine wesentliche Energiequelle, weil sie erstens sehr kostengünstig ist und zum anderen sehr effizient ist und wenig Fläche verbraucht. Und wir brauchen 2% der Landesfläche in Hessen, um zu 100% erneuerbare Energien zu kommen. Jetzt gibt es viele vor Ort, die sagen, also bei uns jetzt nicht, bei uns ist es so wunderschön, die Natur ist so wertvoll, lieber woanders. Aber das sagt leider, wenn alle Regionen das Gleiche machen, dann kommen wir nie auf die 2%. Das heißt, überall dort, wo der Wind weht und wo geeignete Flächen sind, sollte man auch positiv prüfen, weil die Alternative ist Atomkraft oder Kohlekraft. Und das eine ist hochgefährlich, das andere für den Klimawandel fürchterlich und macht unsere Luft ungesund. Und deswegen haben wir keine Alternative und müssen überlegen, wohin kommt die Windkraft. Und ein Ort, der geeignet ist, ist eben hier am Taunuskamm. Und man sieht ja auch hier ringsherum, der Wald ist ja auch schon natürlich, auch schon abgeholzt teilweise. Insofern muss man auch gerade solche Flächen auch nutzen. Wenn wir mal über die großen Zusammenhänge sprechen, dann wird oft gesagt, dass die Energiewende uns in Zukunft, unsere Zukunft ganz stark beeinflussen wird, weil sie eben in ganz viele andere gesellschaftliche Bereiche ganz stark hineinragt. In welchem Gesamtrahmen, also über das Thema Energie hinaus, sehen Sie denn die Energiewende? Also die Energiewende ist die einzige Möglichkeit weltweit, dass wir den Klimawandel aufhalten können. Wir können in Deutschland Vorreiterrolle sein, sodass andere sagen, wow, ein Industrieland wie Deutschland schafft das, 100% erneuerbare Energien und es ist auch wirtschaftlich unglaublich interessant. Das heißt, es sind neue Felder, wo neue Wertschöpfung entstehen kann vor Ort, aber auch insgesamt für die ganze deutsche Volkswirtschaft. Das Problem beim Klimawandel ist, es trifft immer die Ärmsten. Es trifft die ärmsten Länder weltweit. Es trifft in den Städten die Ärmsten, weil die am schwierigsten es dann haben, dort zu wohnen, wo Frischluftschneisen noch sind. Es wird immer wärmer werden in den Gebäuden und in der Stadt. Die Natur würde sich komplett verändern. Das heißt, wir reden hier über einen großen
Zusammenhang und nicht nur immer über das einzelne Windkraftprojekt. Nur wenn wir hier vor Ort etwas tun, wird sich global auch etwas verändern. Ja, auch die Menschen in unserer Region haben ja teilweise den Eindruck, trotz dieser globalen Zusammenhänge, die sie eben umrissen haben, dass für sie persönlich nicht so viel dabei rumkommt. Mhm. Das heißt also, dass ihr Geldbeutel geschröpft wird, aber dass sie selber ganz aus einer ganz persönlichen, direkten Sicht nicht so viel Vorteile haben. Mhm. Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären aus Ihrer Sicht, was die einzelnen Personen gerade hier auch in der Region und ihre Familien von der Energiewende für persönliche Vorteile haben? Der Eindruck ist ja bisher leider richtig. Bisher haben Menschen sehr wenig davon finanziell gehabt von der Energieversorgung. Das ist alles im Gewinn von vier großen Energieversorgern gelandet. Und genau deswegen ist ja auch die Energiewende so eine Riesenchance. Die Riesenchance, eine dezentrale Energiewende voranzubringen, bei denen die Bürgerinnen und Bürger profitieren. Dezentral heißt sowieso, dass wenn eine Kommune vor Ort beispielsweise einen Windpark hat, bekommt sie Gewerbesteuereinnahmen. Und es gibt ja unglaublich viele positive Modelle von Genossenschaften, wo dann wirklich jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin direkt sich beteiligen kann mit kleineren Einlagen, mit größeren und dann einfach bei jedem Drehen des Windrades auch merkt, wow, jetzt kommt auch was in meiner Kasse an. Und ich glaube, so müssen wir auch die Energiewende angehen, sie in Bürgerhände bringen, dann schaffen wir auch ganz andere Akzeptanz. Wo Sie gerade über das Finanzielle auch gesprochen haben. Die größte Sorge vieler Bürger beim bisherigen Verlauf der Energiewende ist der stark steigende Strompreis sozusagen. Das ist immer wieder das Thema, was als erstes im Zusammenhang leider im Moment mit Energiewende genannt wird. Was werden Sie dafür tun, damit also in Zukunft der Strom für alle bezahlbar bleibt? Also die Energiewende ist gar nicht schuld an den steigenden Strompreisen. Man muss sich die letzten 10 Jahre anschauen. 2/3 der Strompreiserhöhung hatte gar nichts mit erneuerbaren Energien zu tun. Das liegt vor allem an Preissteigerungen von fossilen Energien in den letzten Jahren und daran, dass Gewinne nicht weitergegeben werden an die Verbraucher, also wieder an den großen wie Energieversorgern. Und auch aktuell diskutieren wir sehr stark über die EEG-Umlage, dass die erhöht wird durch die erneuerbaren Energien. Aber auch da ist das Problem, dass nicht die erneuerbaren Energien schuld sind, sondern, jetzt muss ich ein bisschen parteipolitisch werden, die schwarz-gelbe Bundesregierung. Die haben nämlich immer mehr Industrie privilegiert, sodass die nicht mehr die Kosten mittragen müssen und den Rest zahlen jetzt die Verbraucherinnen und Verbraucher, die kleinen und mittleren Unternehmen. Also die zahlen sozusagen die Lasten derjenigen, der großen Industrie. Und wir glauben, dass man das Erneuerbare-Energien-Gesetz so reformieren muss, dass die Lasten gleichmäßig auf allen tragenden Schultern verteilt werden müssen. Wir haben auch Vorschläge gemacht. Mit unserem Vorschlag für das Erneuerbare-Energien-Gesetz würde ein 4-köpfiger Haushalt im Jahr 50 Euro sparen zum aktuellen Strompreis. Und was man auch wissen muss, langfristig ist die Energiewende der einzige Weg für günstige Strompreise, weil man muss sich nur mal anschauen, wie die fossilen Energien wieder die Preise explodieren, ist ja auch kein Wunder. Öl und Kohle und alles ist endlich. Die erneuerbaren Energien sind eben nicht endlich. Man muss einmal investieren und dann hat man ganz lange davon etwas. Also schon mittelfristig wird sich zeigen, das ist der einzige Weg für günstige Strompreise. Und Strompreis ist ja das eine Thema. Viel wichtiger sind die Preise für die Heizung, für die Mobilität. Und da wird man erst recht merken, wie die Energiewende uns helfen wird. Ja, Frau Dorn, also manche Menschen fragen sich, warum denn ausgerechnet Windkraftanlagen in den Wald gebaut werden müssen. Es gäbe ja aus deren Meinung die Alternative, sie offshore zu bauen, das heißt also auf dem Meer, Nordsee, Ostsee. Und dort weht ja der Wind auch viel stärker wie hier, selbst auf den Hügeln oben und auch kontinuierlicher. Also nochmal die Frage, warum nicht dorthin ausweichen? Also wir hatten ja gerade über das Thema Strompreise gesprochen. Und Windkraft auf dem Meer ist viel teurer als hier im Binnenland. Also das ist das eine. Und das andere ist, die Frage ist, wer soll profitieren von der Energiewende? Ich meine, die Bürgerinnen und Bürger sollen profitieren. Die haben nichts von den riesen Windparks auf dem Meer. Die brauchen wir auch für 100% erneuerbare Energien, aber eben nicht nur. Wir brauchen sie auch unbedingt hier vor Ort. Deswegen sind diese 2% der Fläche in Hessen so wichtig. Und jetzt das Thema, warum gerade Waldgebiete?
Hessen ist ein sehr bewaldetes Gebiet und dort, wo der Wind besonders gut weht, da ist häufig Wald. Das sind bewaldete Hügel. Wir haben also nicht so viel Fläche ringsherum. Und wenn jeder einen Beitrag leistet zu diesem 2%-Ziel und seine besten Flächen zur Verfügung stellt, dann haben wir nicht nur Wertschöpfung vor Ort, sondern wir haben wirklich einen echten Beitrag gegen den Klimawandel geschafft und werden in mittelfristiger Zeit Strompreise haben, die viel günstiger werden. Ja, da muss ich nochmal, obwohl wir jetzt schon drüber gesprochen haben, auf dieses wirtschaftliche und finanzielle Thema kommen. Gerade das Rhein-Main-Gebiet ist ja eine wirtschaftlich sehr aktive und wichtige Region in unserem Land. Und Kritiker werfen Ihnen vor, dass Sie im Grunde genommen mit der Verteuerung der Energie durch die Umstellung auf die erneuerbaren Energien, die ja nun erstmal geleistet werden müssen und da werden Investitionen benötigt, belasten Sie die Stromkosten und riskieren dadurch Arbeitsplätze und auch den wirtschaftlichen Erfolg, auch vielleicht in unserer Region. Also es ist nun mal so, dass Stromkosten jedes Unternehmen belasten und ein Unternehmen in Zukunft es wahrscheinlich nicht unbedingt leichter haben wird, weil die wirtschaftliche Situation könnte sich durchaus auch verschlechtern. Also ist die wirtschaftliche Entwicklung der Region für Sie zweitrangig? Ganz im Gegenteil. Die wirtschaftliche Situation wird sich gerade mit der Energiewende enorm positiv gestalten. Schauen Sie Nordhessen an. Das ist eine Region, die lange Zeit gesagt hat, keiner schaut auf uns, wir haben einen riesen Rückstand. Und wie haben Sie es geschafft, jetzt richtig zum Spitzenreiter zu werden? Durch die Energiewende. Es stimmt, die Industrie in Deutschland hat höhere Strompreise als im anderen europäischen Ausland. Wir sind im oberen Drittel. Wir sind auch nicht die absolute Spitze, wir sind im oberen Drittel. Aber was man sieht, in ganz Europa nehmen die Strompreise für die Industrie rapide zu. Aber in Deutschland bleibt sie konstant. Warum bleiben sie konstant? Wegen der Energiewende. Das heißt, in wenigen Jahren werden wir sehen, dass das europäische Ausland, was sich nicht auf die Energiewende auf den Weg macht, echte Probleme bekommen wird. Und gerade bei der Industrie ist es so, ich habe mit so vielen Unternehmen zu tun und wenn ich mit denen über ihre eigenen Stromverträge spreche, merke ich immer wieder, die wurden auch einfach schlecht beraten. Im Moment ist es so, dass der Börsenstrompreis, der häufig für die Industrie wichtiger ist, der sinkt. Aber die Industrie hat sozusagen Verträge geschlossen, dass sie davon nicht profitieren. Das heißt, auch der Industrie kann man durchaus helfen, wenn man ihnen hier auch ihnen Beratung zur Verfügung stellt, dass sie auch mehr wissen, wie sie haushalten sollen. Und das andere Thema ist natürlich, mehr Energieeffizienz in Unternehmen. Da ist ein Riesenpotenzial, nicht nur beim Thema Energie insgesamt, bei allem Material, was sie verbrauchen. Wenn wir uns dahin machen, eine ressourcenschonendere Industrie zu verwirklichen, dann wäre das zum einen ein Riesenboom auch für die Wirtschaft und zum anderen könnte man ganz gut Kosten einsparen. Also man muss nachhaltig und ganzheitlich denken und dann merkt man, dass es ganz viele Lösungen gibt und ganz viele Arbeitsplätze. Frau Doan, ja, die Umsetzung der Energiewende ist ja wirklich ein sehr komplexes und umfangreiches Unterfangen mit ganz vielen Einzelbereichen und Gebieten, die möglichst gut ineinander greifen sollten. Ein wichtiges Thema dabei und ein wichtiges Instrument ist das Erneuerbare Energiengesetz, das im Moment ja die Energiewende auch mit zum großen Teil finanziert. Jetzt gibt es Überlegungen aus den verschiedensten Richtungen, das Erneuerbare Energiegesetz zu verändern. Da gibt es ja die unterschiedlichen Vorschläge. Eine Idee davon ist, sozusagen die Finanzierung der Energiewende dort rauszunehmen und das über die Steuern zu machen. Also die anderen Energieträger wie Atom zum Beispiel oder fossile Energieträger werden ja auch über die Steuern finanziert und auch subventioniert. Und jetzt ist es eben eine Idee, das auch mit den erneuerbaren Energien zu machen. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag? Also wir brauchen eine Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Es war ein Exportschlager. Es wurde in Deutschland entwickelt, maßgeblich unter Rot-Grün und ist mittlerweile im ganzen europäischen Ausland, bei ganz, ganz vielen Staaten wurde es eingeführt, weil es die erneuerbaren Energien so gut voranbringt. Und es ist ein sehr transparentes System. Beim Erneuerbaren Energiengesetz
ist es eben nicht so gemacht worden, dass es irgendwo im Schattenhaushalt verschwindet, man eigentlich gar nicht weiß, wie viele Subventionen dort hineinkommen, sondern man hat es ganz transparent. Bei Kohle und Atom wurden ja viel mehr Subventionen gemacht. Also wenn man mal ein echtes Preisschild auf Kohle setzen würde und auf Atomenergie, das ist vielfaches höher. Wir glauben, dass das Erneuerbaren Energien so Gesetz so bleiben muss. Es gibt ja die FDP, die sagt, wir brauchen jetzt ein Moratorium. Jede weitere Anlage sollte sozusagen nicht mehr darüber finanziert werden. Das wäre der absolut falsche Weg, weil dann würde die komplette Energiewende würde wirklich am Boden liegen. Und es würde finanziell überhaupt nichts bringen. Über Steuern es zu finanzieren, ich glaube nicht, dass das was hilft. Das Positive beim Erneuerbaren Energiengesetz ist ja, dass die Vergütung ständig heruntergeht. Also es ist ein System, was darauf aufbaut, umso besser die Technologie wird, umso günstiger wird auch die Stromerzeugung. Und das hat sich auch jetzt gezeigt. Wir sind bei der Windenergie im Binnenland, also hier sind wir schon fast bei den anderen Preisen, obwohl die so lange Zeit subventioniert worden sind. Insofern bitte nicht dieses Erfolgsmodell abwürgen. Und gerade auch die Verlässlichkeit allen Unternehmen, die in diesem Bereich vorangeschritten sind, nicht nehmen. Und auch Genossenschaften, ja, alle, die sich jetzt gründen, die sind darauf angewiesen, dass es eine Verlässlichkeit in der Energiepolitik gibt, eine verlässliche Vergütung, dann investieren die Menschen auch dort rein. Wo wir hier gerade so mitten in der Natur stehen, in letzter Zeit haben Umweltschutzorganisationen im Grunde genommen den Grünen vorgeworfen, dass der Umwelt- und Naturschutz bei der Energiewende so ein bisschen hinten angestellt wird. Dass also, wie es jetzt hier vielleicht auch geplant wird, durchaus der ein oder andere Baum gefällt werden muss oder vielleicht auch andere naturschutzliche Naturschutzbelange wahrscheinlich nicht mehr so stark zum Tragen kommen können, weil die Energiewende sozusagen Vorrang hat. Sind Windräder wirklich bedeutsamer für unsere Zukunft als unberührte Naturlandschaften? Also Umweltschutzverbände, der größte Umweltschutzverband war die FDP, die uns das vorgeworfen hat. Die hat nämlich plötzlich den Naturschutz erkannt und hat uns vorgeworfen, wir würden uns nicht mehr um die Natur kümmern. Mit den Umweltschutzverbänden, mit denen wir hier schon zusammenarbeiten, seitdem es uns gibt, gibt es eigentlich kaum Differenzen. Wir haben schon immer gesagt, wir müssen ganz stark auf Einsparung und Effizienz gehen. Dann kommen die erneuerbaren Energien. Und wir haben auch immer gesagt, wir brauchen eine Lösung dort, wo wirklich Spannungsverhältnisse entstehen zwischen Naturschutz und Energiewende. Und das sagen auch alle Umweltverbände. Eine Sache ist mir immer ganz wichtig, da zu betonen. Eigentlich steht die Energiewende und der Naturschutz gar nicht gegeneinander, im Gegenteil. Nur wenn wir die Energiewende schaffen, schaffen wir auch den Klimaschutz und dann erhalten wir unsere Natur. Es ist völlig kurzfristig gedacht, wenn man jetzt sagt, wir dürfen unsere Natur kein wenig verändern, kein einziges Windrad hineinstellen, weil unsere Natur wird dann nicht so bleiben. Sie wird sich komplett verändern und es wird dramatisch werden. Es werden ganz viele Tiere und Pflanzen aussterben und ganz andere Bäume hier plötzlich wachsen, weil es ganz anderes Klima wird. Und insofern, wir brauchen sinnvolle Lösungen und wir haben da ganz viele Vorschläge gemacht. Es gibt Bereiche, da sagen auch wir, da dürfen keine Windräder stehen, weil das sind einfach windkraftgefährdete Vögel, die ganz selten sind, auch ganz viele davon. Und da würden wir wirklich die Population gefährden. Da darf auch kein Windrad stehen. Deswegen wird ja auch bei jedem Windrad, was gebaut wird, gibt es ja ganz viele Gutachten, die vorher erstellt werden müssen. Und wir sagen aber auch, wir müssen viel mehr vor Ort prüfen. Also man kann beispielsweise sehen, wenn man die Tiere beobachtet, fliegen die denn wirklich immer in diese Richtung, wo das Windrad steht, oder fliegen die in andere Richtung? Oder wir haben einen Vogel in Hessen, der ist ganz besonders, es ist toll, dass wir den haben, ist der Rotmilan. Und der wird jetzt immer von allen möglichen Leuten angeführt gegen Windkraft. Und da nenne ich immer ein Beispiel, wie leicht manchmal Lösungen sind. Das Problem ist bei dem Rotmilan, der jagt gerne Mäuse. Und so wie es jetzt hier ausschaut, da würde er die Mäuse relativ schwer finden, weil es halt hohes Gras ist. Und wenn man ein Windrad hier hinbaut und dann immer, und das wird halt meistens gemacht, immer schön mäht um das Windrad herum, findet er da wunderbar seine Mäuse und dann ist er eben auch gefährdet. Das heißt, wenn man das Windrad nicht mehr mähen würde, sondern weiterhin so schön das hohe Gras wachsen lassen würde, wäre der weniger gefährdet. Also gerade wir Grünen suchen ganz händeringend nach Lösungen und wir haben sie auch, weil es uns ja wirklich um beides geht. Um die Energiewende und um Klimaschutz. Und deswegen finde ich alle, die das immer gegeneinander ausspielen, das ärgert mich ungemein, gerade die FDP, die sonst immer Naturschutz als das größte Übel sieht, weil sie keine Straßen mehr bauen können und sonstiges.
Ja, jetzt komme ich nochmal zu einem anderen Aspekt der Energiewende. Die momentane Energiepolitik hat ja zur Wirkung, dass Gaskraftwerke unrentabel sind mittlerweile und deshalb nicht mehr in Betrieb gehen, während Kohlekraftwerke trotz höherer Emissionen profitabel arbeiten und deshalb einen großen Beitrag zu unserer Stromerzeugung leisten, einen steigenden Beitrag. Sollte dieses Verhältnis nicht umgekehrt werden und wie kann man das am besten erreichen? Das ist absolut richtig. Das ist ein ganz dramatischer Fehler, den gerade auch die schwarz-gelbe Regierung leider macht. Zum einen ist es für den Klimawandel enorm problematisch und zum anderen ist es so, dass Kohlekraft und erneuerbare Energien gar nicht zusammenpasst. Das heißt, man kann sich jetzt mal vorstellen, wie mit dem Kohlegrill und dem Gasgrill. Wenn man einen Kohlegrill anmacht, braucht er ganz lang, um warm zu werden und er braucht ganz lang wieder, um abzukühlen. Ein Gasgrill, den kann man einmal hochdrehen, wenn man ihn braucht, und man dreht ihn wieder ab, wenn das Fleisch dann fertig ist, was da drauf liegt. Und genauso ist es mit den erneuerbaren Energien. Wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, braucht man was ganz schnell reagiert. Und das sind Gaskraftwerke. Das ist auch Lastmanagement. Also, dass die Industrie sagt, wir fahren mal kurz unsere Produktion herab. Das können einige Unternehmen. Oder Biomasse. Ist auch wunderbar, dass man die genau dann einsetzt, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das Problem ist, es gibt im Moment keinerlei Anreize dafür. Wir brauchen ganz dringend ein System, was genau dafür Anreize bietet. Also für diejenigen, die Kapazität vorhalten und dann sie zur Verfügung stellen. Und das andere Problem ist einfach, CO2 ist viel zu billig. Dafür, was man weiß, was es weltweit und hier anrichtet, kostet es kostet praktisch gar nichts. Und dadurch lohnen sich Kohlekraftwerke auch immer noch so sehr. Daran ist auch diese Bundesregierung schuld. Sie haben ja absolut recht, dass die Energiewende ist eine Riesenherausforderung, ein ganz komplexes System. Deswegen ist es so wichtig, dass die Energiewende von denen gemacht wird, die die Energiewende wollen und sie auch können. Und wir Grüne trauen uns das durchaus zu. Ja, einige Gruppen möchten beim Thema Energiewende auf möglichst viel Dezentralität setzen und auf die Region. Also wie wir zum Beispiel auch sagen, wir möchten gerne auch in der Region Windkrafträder. Und andere Gruppen zum Beispiel sagen, lasst uns doch die europäischen Stromnetze möglichst weit ausbauen, sodass wir nicht angewiesen sind auf regionale Energieerzeugung, sondern zwischen den Ländern Strom tauschen können. Also sehen sozusagen die Zukunft der Energieproduktion eher im starken Ausbau der Energienetze, auch über die Landesgrenzen hinaus. Wie sehen Sie denn das Verhältnis von regionaler zu europäischer Energiewende? Wenn wir also jetzt beides betrachten, was sollte sozusagen stärker forciert werden? Den Gegensatz würde ich gar nicht aufmachen. Ich weiß, dass ihn einige aufmachen, aber für mich ist es nur eine Verbindung. Wir brauchen eine dezentrale Energiewende, ganz viel regenerative Energien vor Ort. Aber wir brauchen auch ein europäisches Netz. Denn der Vorteil ist ja, wenn der Wind mal hier nicht weht, dann weht er sicherlich 500 Kilometer weiter im Norden. Und am anderen Tag vielleicht mehr im Osten oder im Westen. Und wir Grüne sind ja sowieso ganz starke Europäer. Und ich will auch kämpfen für die Energiewende europaweit. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir das beste stabile Netz überhaupt. Da ist übrigens die Versorgungssicherheit von Kohle und Atom sehr, sehr schlecht dem gegenüber. Das heißt, wir können das nur kombinieren. Wir müssen dezentrale Energiewende voranbringen, aber wir brauchen auch den Netzausbau, damit die vielen neuen Energieproduzenten ihren Strom auch transportieren können zu anderen. Aber bedeutet starker Netzausbau, europäischer Netzausbau, nicht im Grunde genommen auch Stromtrassen in Deutschland, die vielleicht bei einer mehr dezentralen, regionalen Energiewende so gar nicht benötigt würden und deren Kosten dann auch eingespart werden könnten? Also wir können schon mit einer dezentralen Energiewende bestimmte Trassen auch einsparen, aber ich warne immer sozusagen vor der Hoffnung, man bräuchte die Stromnetze nicht mehr. Also es stimmt, im Moment sind die Stromnetze sehr stark ausgebaut auf die Kohlekraftwerke und auf einen sehr einseitigen Transport, ja, von den Kohlekraftwerken überall anders hin. Aber auch sozusagen gerade für die dezentrale Energiewende muss ja der Strom transportiert werden. Natürlich auch erstmal in die Region, aber wenn er gerade da nicht benötigt wird, eben auch weiter. Und gerade für ein stabiles Netz braucht es auch Stromtrassen. Es ist ein gewisses anderes Netz, es hat Unterschiede, aber wir müssen schon immer wissen, wir brauchen auch die großen Trassen, auch mit der dezentralen Energiewende.
möchte nochmal zurückkommen auf die Finanzierung oder über die Finanzflüsse sozusagen innerhalb der Energieproduktion. Es werden ja nach wie vor Kohle- und Gaskraftwerke subventioniert. Das ist ja Fakt. Und wäre es nicht ein geeignetes Mittel, einfach diese Subventionen, die man auch vielleicht als versteckte Subventionen bezeichnen können, weil es nicht so offensichtlich ist vielleicht, einfach abzuschaffen? Also leider ist vieles der Subventionen schon gelaufen, aber es stimmt, es gibt noch ganz viele umweltschädliche Subventionen, auch in diesem Bereich Atom und Kohle. Und wir Grüne setzen ganz stark darauf, dass die erneuerbaren Energien nach vorne kommen und dass nicht noch weiter in Technologien Geld hineingesteckt wird, die uns in der Zukunft überhaupt nichts bringen, sondern im Gegenteil uns immer weiter wirtschaftlich und für die Umwelt nach hinten drängen. Die großen Energieversorger haben ja in der Vergangenheit vor allen Dingen auf fossile Energieerzeugung gesetzt und zeichnen jetzt ein Zukunftsbild von unrentablen Kraftwerken, unrentablen Unternehmen, stillgelegten Kraftwerken in Deutschland. Wie würden Sie damit umgehen, wenn also Energieversorgungsunternehmen in Deutschland abwandern oder immer stärker Kraftwerke stilllegen? Was würden Sie dann tun? Ich glaube nicht, dass unsere Energieversorgungsunternehmen wirklich abwandern. Natürlich orientieren die sich auch ins Ausland. Das haben sie aber schon die ganze Zeit getan. Die Frage ist, schaffen es die großen Energieversorger jetzt aufs richtige Pferd zu setzen? Und es ist ja nicht so, als ob wir sie nicht damals gewarnt hätten, gerade beim Thema Atomausstieg, dass wir es ernst meinen als Politik und dass wir aus der Atomenergie aussteigen wollen. Das heißt, es ist jetzt eine Chance. Es ist eine Chance für alle Energieversorger umzusteigen. Es gibt vorbildliche, gerade Stadtwerke gibt es ganz viele, die haben es von früh auf sich auf den Weg gemacht und die stehen jetzt auch sehr, sehr gut da. Und ich kann alle nur dazu ermutigen und auffordern, sich jetzt auch diesem Weg zu stellen. Okay, danke. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der vorhin mal ganz kurz angerissen worden ist, aber dann nicht weiter beachtet wurde. Das ist nämlich die Frage nach der Bürgerbeteiligung. Also wir von dem Bündnis unterstützen ja ganz stark auch eine Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerenergiegenossenschaften. Und es sind ja da unterschiedliche Meinungen, welche Rolle die genau einnehmen sollen, diese Genossenschaften. Es sind ja sehr viele entstanden, aber die Genossenschaften haben in der Regel ja nicht so viel Kapital zur Verfügung und zum Beispiel bei der Vergabe von Flächen, jetzt hier auch zum Beispiel bei Hessenforst, ja, oder bei anderen Gebieten, kann es ja sein, dass jetzt eine Bürgerenergiegenossenschaft gar nicht so viel finanzielle Möglichkeiten oder Mittel aufbringen kann, um dann auch die entsprechenden Flächen zu bekommen. Also was sehen Sie denn da für Möglichkeiten von der Politik her, Bürgerenergiegenossenschaften zu unterstützen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Energiegenossenschaften erstens eine gute Beratung haben, wenn sie sich gründen, und zum anderen eine gute Vernetzung mit den Kommunen. Weil es natürlich immer die Frage ist, wenn eine Genossenschaft sich gründet, wie viele Leute bekommt sie dazu? Prinzipiell finden wir Energiegenossenschaften den absolut richtigen Ansatz. Also gerade wenn sich einzelne Bürgerinnen und Bürger auf den Weg machen und sich beteiligen wollen bei der Energiewende, dann entsteht auch ganz viel vor Ort. Wir haben beispielsweise gerade einen Gesetzesentwurf im Hessischen Landtag. Der wurde leider heute im Umweltausschuss auch abgelehnt. Und wir wollten die Kommunen zum einen beteiligen an Pachteinnahmen von Hessenforst, damit alle Kommunen, wenn sozusagen Windräder vor Ort sind, aber das Gebiet ihnen gar nicht gehört, dass sie davon finanziell profitieren. Und zum anderen wollen wir ganz klar auch einen Vorrang haben für Kommunen und dann eben mit Genossenschaften zusammen bei Flächen, bei der Flächenausweisung. Im Moment gibt es einen ziemlichen Run auf die guten Flächen. Und da haben häufig mal Kommunen das Nachsehen, weil die Privaten einfach schneller agieren können. Auch im Moment sind gerade die Kommunen auch in der wirtschaftlichen Betätigung eingeschränkt von der schwarz-gelben Landesregierung. Und all das würden wir verändern. Also Kommunen sollen mehr Möglichkeiten haben und wir würden sie alle dazu anregen, Genossenschaften mit ins Boot zu holen. Das machen ja auch die meisten Kommunen, weil die selbst wissen, dass das eine Win-Win-Situation ist. Die Akzeptanz ist viel größer, es geht viel schneller voran, es kann neues Kapital akquiriert werden. Insofern gibt es eigentlich kaum einen Grund, Energiegenossenschaften nicht zu unterstützen. Nochmal zum Thema Förderung, also zur Förderung erneuerbarer Energieproduktion in unserem Land.
wird ja neben dem Einspeisemodell, was wir also hier in Deutschland haben, oftmals auch über das Quotenmodell gesprochen. Das heißt also, beim Einspeisemodell wird die Förderung pro eingespeister Kilowattstunde sozusagen gegeben, während beim Quotenmodell eine bestimmte Quote erneuerbarer Energie festgelegt wird. Und es ist dann zum Beispiel auch möglich, durch den Erwerb von Zertifikaten im Ausland diese Quote beim Quotenmodell zu erfüllen. Das würde der erneuerbaren Energieerzeugung oder Stromerzeugung über unsere Landesgrenzen hinaus praktisch eine Förderung bedeuten, weil wir ja die Quote sozusagen auch durch das europäische Nachbarland erfüllen könnten. Wie stehen Sie zum Quotenmodell? Ich halte das Quotenmodell für ganz gefährlich für die Energiewende. Das Erneuerbaren Energiengesetz ist so positiv, weil es Anreize schafft, dass investiert wird in erneuerbare Energien und kein Deckel drauf gesetzt wird. Und wer sich mal das Quotenmodell anschaut, man kann es in Großbritannien sehen, wer davon profitiert, das sind immer nur die Großen. Also gerade Windkraftprojekte auf dem Meer, die von großen Unternehmen getätigt werden können, die können davon profitieren, weil sie die entsprechenden Finanzen haben. Im Erneuerbaren Energiengesetz, da können wirklich alle kleine Unternehmen, Genossenschaften und so weiter, die können davon da beteiligt werden. Das Quotenmodell ist sozusagen der Versuch von Schwarz-Gelb gerade, die großen Player wieder mehr auf den Markt zu bringen. Insofern ist das eine ganz gefährliche Debatte und sie kommt so ganz harmlos daher, aber eigentlich ist dahinter ein ganz knallhartes Modell, was übrigens auch gar nicht Wettbewerb ist, was man bei der FDP mal denken müsste, sondern eher so Planwirtschaft, sodass wirklich die Großen sich weiterhin halten kann und die Kohle sich weiterhin halten kann. Um gegen Ende hin nochmal zu einem anderen ganz wichtigen Punkt zu kommen, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Es gibt ja so den Satz, die nicht verbrauchte Kilowattstunde ist die beste Kilowattstunde. Ja? Also es ist das Thema Energiesparen, Energieeffizienz. Wenn Sie vielleicht gegen Ende des Interviews nochmal ganz kurz dazu Stellung nehmen könnten. Das finde ich sehr schön, weil das eigentlich immer am Anfang steht, ne? Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Wir haben im Strombereich da eine ganze Menge zu holen und müssen es auch schaffen. Also wir müssen im Strombereich massiv einsparen und noch viel wichtiger empfinde ich den Wärmebereich. Also wenn man anschaut, wie viele Häuser auch hier in Wiesbaden überhaupt nicht energetisch saniert sind und man wirklich das Geld zum Fenster rausheizt, da ist eine ganze Menge zu tun. Und ich glaube, ein ganz großes Problem gerade für Menschen, die eigentlich interessiert sind und die vielleicht auch die finanziellen Mittel hätten, an ihrem Häuschen was zu tun, ist, dass sie gerade gar nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. Mir schwebt so vor so ein Siegel. Ein Siegel für Handwerker, ein Siegel für Energieberater, dass man weiß, an den kann ich mich wenden, der ist wirklich gut, da kann ich vertrauen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das andere ist natürlich, es muss auch sich lohnen für die Leute, die das machen. Also es geht beispielsweise um das Thema steuerliche Absetzbarkeit. Also wir müssen es schaffen, dass die Menschen mehr Anreize haben, das zu tun, weil es wird sich sowieso lohnen, nur die erste Hürde ist im Moment noch zu groß. Und wenn wir die nehmen, dann können wir eine ganze Menge erreichen und dann schaffen wir auch die Energiewende. Nur mit erneuerbaren Energien, selbst mit 2% in Hessen, würden wir es nicht schaffen. Ohne Einsparung geht es einfach nicht. Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Auftaktgespräches angelangt. Vielen Dank, Frau Dorn. Das war also wirklich sehr informativ. Ich glaube, wir haben viele wichtige Informationen und Argumente ausgetauscht, die die Zuschauer auch weiterbringen werden. Ich möchte daran erinnern, dass diese Reihe fortgesetzt wird. Das heißt also, wir werden in den nächsten Monaten ganz unterschiedliche Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben, nicht nur aus der Politik, sondern auch aus anderen Bereichen. Und würde Sie auffordern, schauen Sie wieder zu. Gehen Sie auf unsere Homepage www.bündnis-energiewende.de. Vielen Dank.